Hey YouTube, hallo und herzlich willkommen bei Blood Bowl 3 in der Season 3 mit Zwergisch für Anfänger. Heute haben wir uns mit einem Chaos Chosen Team angelegt und wie das Ganze ausgegangen ist, könnt ihr euch gerne gleich anschauen. Wenn ihr das Ganze mal live sehen wollt, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei, da bin ich Montag bis Freitag online, derzeit donnerstags meistens ab 20 Uhr mit Blood Bowl. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, auch über Kommentare freut sich der Algorithmus immer, ich natürlich auch und ich werde, sobald es mir möglich ist und soweit es nötig ist, antworten. Wenn ihr mit anderen Wahnsinnigen auch über Tabletop-Spiele, über Blood Bowl, über Pen and Paper, sonstiges reden wollt, kommt gerne bei mir auf den Discord. Da habe ich euch den Link unten in die Beschreibung geknallt. Aber jetzt ohne Umwege direkt ab ins Match. Ah, ein Match gegen Chaos Chosen. Na dann, die Auserwählten des Chaos. Treten wir sie mal zurück zu ihren Göttern. Das muss doch klappen. Oh, ein Oger. Unser Trollslayer hat eine Aufgabe. Oder unsere Trollslayer. Haut den Oger! Eine wunderschöne Arena, die Zwergenarena auch. Oh, und die ganzen Chosen, das ist halt... Die Warrior sind auch super für unsere Slayer. Ein Traum. Zwergig für Anfänger gegen was auch immer. Ich habe mehr Team Value als er. Okay, nicht viel. Er kann sich zwei... einen Coach und einen Cheerleader aussuchen. Mehr braucht er nicht. Mal schauen. So. Moment. Ich sehe da gerade noch was. So. Da war ein Fleck, der mich gestört hat. Boah, was nimmt er denn? Kann er sich wieder nicht entscheiden. Der gute Kenobi. So. Ne. Na. Ja, sind halt wieder haufenweise Demos online gerade im Next Fest. Ich habe auch nur eine gespielt, die ich immer spiele, wenn sie gerade mal da sind. Das ist Rodwood gestern mit Yeti. Und sonst bin ich nicht so der Demo-Fan. Ah, da kommt die Entscheidung. Es werden Coaches und Cheerleader. Und es regnet. Oh, wundervoll. Zwei super geschickte Teams im Regen. Natürlich will ich den Ball erstmal bekommen. Komm, stell den Dicken in die ersten Reihe und lass ihn mich gleich am Anfang umhauen. Das wäre doch ein Träumchen. Die wollen auch nach vorne. Was? Was machst du da? Hä? Warum stellst du deine Blocker? Okay. Na dann, wird's ja wohl lustig. Da steht er da, Dicker. Und schaut grimmig vor sich hin. Schön. So. Den auch noch vor? Oder bleibt er hinten? Na bitte. Ein Lineman-Runner mit... Okay. So, hier haben wir einen Platzwart. Und hier haben wir seinen Kollegen. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen Slayer. Das mache ich aber anders. Nee, das mache ich anders. Die zwei kommen hier an den Rand. Wo ist mein Läufer? Da ist mein Läufer. Er kriegt hier von ihm Gesellschaft. Mein zweiter Blitzer steht hier. Der kommt in die Mitte. Sonst passt das hier. Und ansonsten gehen wir einfach ein bisschen nach vorne, würde ich sagen. Dass wir uns die Schritte sparen. Schön.
Bomb und Bomb. So. Kickoff. Schön. Dankeschön. So, dann fangen wir doch mal an mit ihm. Passt. Geht gleich mit einem wunderschönen Stun los. Mighty Blow auf den. Haha. Pow. Kapow. Du gehst auf ihn hier und folgst auch mit rein. Schön. Uff. Du darfst hier unterstützen. Dann kriege ich hier. Du darfst da unterstützen. Und du gehst hier rein. Wunderbar. Und der nächste. Pam. Ein Träumchen. Der Runner macht, wonach er benannt ist. Er rennt. Der Blitzer macht hier mal dicht. Die machen... Was machen die denn? Auch erstmal hier dicht. Zack und zack. Und der Kollege... Kommt mit. Wir setzen uns auf eine Seite und bauen einen etwas größeren Käfig vorerst mal. Ja. Drei am Boden. Vier am Boden. Zwei davon für einen Zug mehr. Ich bin glücklich. Der Oger muss auch noch aufstehen, denke ich mal. Und bitte lass ihn boneheaded sein. Es wäre einfach ein Träumchen. Jetzt ein Oger, der nicht mehr aufstehen will. Lecker. Oh. Oh. Au. Schön. Das ist ein Reroll, oder? Oder nutzt er Both Down? Er nutzt Both Down. Und da geht er dann doch noch zu Boden. Aber, hey, es hat ihn einen Zug gekostet, also eine Aktion. Und da kommen die Hörner. Er hat noch einen Blitz. Oh, da steht er auf, der Oger. Gleich liegt er wieder. Ba, 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 ba. Oh. Oh. Das ist blöd für ihn. Aufstehen. Nee. Warum da? Aufschließen. Badum. Dahin. Dahin. Komm schon. Jawohl. Und both down. Smack. Da geht er wieder zu Boden. Und bleib unten. auf welchen will er? Auf den oder auf den? Auf den hier kann er nur hochschieben. Das ist okay. Könnte auch auf den gehen. Und zu Boden hauen. Punk! Da liegt er. Knockout! Sehr schön. Wir räumen auf. So, und dann rücken wir auf.
So, willst du hin? Willst du hier hin? Du willst da hin? Da brauche ich eine 9 plus. Da brauche ich eine 8 plus. Du kannst noch vor. Ach komm. Nichts passiert, schade. Nix passiert, keiner verletzt. So ein Sheet aber auch. Es geht weiter. Oh. Da geht unser armer Trollslayer zu Boden. Aber es passiert nichts. Aha, aha, aha. Darfst ihn schieben, ist okay. Das ist sehr okay sogar. Oh, ist das okay. Aha, aha. Und steht der Ogre auf? Jawohl. Große Aufstehparade hier. Und du kannst nicht weg, du stehst am Blitzer. Warum? Egal. Das ist in Ordnung. Dann kann er nämlich hier weiter rein. Da bin ich ganz glücklich drum. Did you know, bathroom facilities have only been built in modern stadia since the last... Ja. Magic Mike wird geschubst. Wird er verfolgt? Nö. Das ist okay. So, also, dann fangen wir doch mal an. Damit. Und kapau. Als nächste Aktion kommt hier der. Kapau. Folgen. Wunderschön. Wunderschön. Du gehst hier hin. Du parkst deinen Revue-Körper hier. Du gehst hier hin. Da passt's. Du machst mal was für dein Geld. Du musst... Wo musst du unterstützen? Du musst hier unterstützen. Dann könnten wir das machen. Das ist ein One-Die. Das ist ein One-Die, das ist ein One-Die, das ist ein One-Die. Das wäre ein Two-Die, das wäre ein One-Die, das wäre ein maximal One-Die. Der steht frei, das gefällt mir nicht. Ich will nicht dodgen. Das ist ein One-Die, den nehme ich doch mal. Stehen bleiben. Dann... Komm schon. Reroll. Mist. Ah. Okay. Na gut. Kommt hier noch ein One-Die? Nein. Jawohl. Smack! Und zu guter Letzt, Two-Die. Wunderschön. Und folgen. Pam!
So. Ja, sieht gut aus. Nehme ich. Er könnte es schaffen, einen Touchdown zu machen. Ich glaub's ja nicht. Wir sind in Touchdown-Reichweite, Leute. Mit dem Zwergenteam. Der Trollslayer hat ein kleines Problem. Also Rudi Rüssel kriegt jetzt gleich eine auf den Deckel, würde ich vermuten. Ah, gibt nur einen Push. Ist okay. Kommst du mit? Kommst du mit? Dann kommt noch er. Geht wahrscheinlich auf denselben. Natürlich, der Zwergenslayer ist für ihn ein kleines bisschen kritisch. Na, Roms macht's. Oh, er könnte. Er könnte. Er hat die Reichweite. Na, was kommt jetzt? Nein? Okay. Das wäre das erste, was ich machen würde, der Blitz. Ah. Oh, mit Dodge. Mutig. Und jetzt kommt er. Da kommt er angedüst. Jawohl. Und er geht zu Boden. Rums. Hm. Aber Reichweite hat er jetzt keine mehr. Das war's. Das ist gar kein Problem, ist das. Er kann hier nochmal tackeln. Blocken. Jawohl. Und das tut er auch. Stehen bleiben oder folgen? Folgen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Du gehst erstmal auf den hier. Folgen. Und bot down. Nein. Ach, der, das ist ja der. Auf jeden Fall. Habe ich noch, wenn der aufstehen muss? Ja, ich habe noch, wenn der aufstehen muss. Ich habe noch ihn. Und ich habe noch ihn, der aufstehen muss. So, und du gehst in den da rein. Push. Folgen. So, dann als nächstes. Wunderbar. Zu Boden mit ihm. Schön. Na komm. Dann legt er sich dann doch hin. Wer ist es denn? Flo sagt Flo. Komm. Apotheker. Ich bin da mal nicht so. Wow. Nee, okay. Dann nicht. Okay. Ich vergesse immer, dass die Linemen von den Beastmen ja so eine riesen Reichweite haben. Das ist manchmal so ein kleines bisschen ärgerlich. So ein kleines wenig ärgerlich. So. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Mhm.
Na komm. Da muss doch jetzt was passieren auf diesem Spielfeld. Es liegt noch so wenig Blut. Oh. Das ist schön. Das ist sehr schön. Der Oger ist nutzlos. Oh. Und der Platzwart liegt am Platz. Der geht auch zu Boden. Wunderschön. Wie grazil sie doch springen. Und da kommt der Blitz. Leider mit Erfolg. Und jetzt kriegt er nämlich meinen Runner vom Feld. Jo. Ah, wie ärgerlich. Da ist ein Publikum. Bye, bye. Damit haben wir zwei Spieler vom Feld geräumt. Und passiert es ihm? Nix. Wunderschön. Wunderschön. Er wollte sich nur von den Fans feiern lassen, dass er so weit gekommen ist. Ein Träumchen, ein Träumchen. Und dann nimmt er den Ball auf. Und macht sich damit zum Ziel. Na wunderbar, dann haben wir jetzt ein Ziel. Ziel! Any problems you may have are surely coincidental. Isn't that the company that you owe a great deal of bad gambling debts to? Da steht er, unser Zwerg. Okay. So. Du hierhin. Du hierhin. Du auf ihn. Schubsen nach da. Bitte folgen. Danke sehr. Und du hier hin und stehen bleiben. Das kann ich nämlich auch. So. Jetzt darfst du dich auch feiern lassen. Oh, Knockout. Sehr schön. Dann. Da drauf. Push in die Richtung. Jawohl. Und folgen. Legen wir doch mal einen Ogre. Mist. Aber das ist auch okay. Er darf sich's aussuchen. Alles gut. Razzank. Da liegt der Ogre mal wieder im Dreck. Und ich darf weiterrennen. Komm schon, den Rush schaffst du. Ein Träumchen. Du bist jetzt dran gegen ihn. Einmal. Nochmal. Wunderschön. Wie trainiert, wie gewollt. Ein Traum das. Und der letzte geht auch noch zu Boden. Wundervoll. Na bumpf. Da liegen sie im Dreck. Da, wo sie hingehören. Hier, der Platzwart hätte noch was machen können, wenn ich mich nicht irre, oder? Egal. So, da liegen sie. Wunderschön. Oh, ein Blitz auf meinen... Nö, kein Blitz. Doch, ein Blitz. Schade. Dodge auf dem Trollslayer. Wie wäre das? Ich finde das immer noch schön, wie viele von ihm hier eigentlich am Boden liegen.
Vor allem wie viele Viererstärke, Leute. Das ist ein Traum. Oh, er schubst mich. Das wollen wir aber nicht sehen hier. Och komm schon, Feischling. Aha, jetzt geht er zu Boden. Jawohl. Das Problem ist, wo rennt er jetzt hin? Er kann nur... Oh! Und da legt er sich wieder. Nein, da nutzt er seinen zweiten Reroll auch. Jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Keiner hat mehr Rerolls. Traumhaft. Ja, der geht auch noch zu Boden. Das Schöne ist, er versucht bis jetzt gar nicht mit seinem Ogre aufzustehen. Hm. Der Blitzer könnte sogar einen Dodge schaffen. Na? Was kommt nun? Und er läuft und legt sich. Schön. Nehme ich. Aufstehen. Hopp, hopp. Aufstehen. Du darfst hier hin. Und du darfst... Nein, erstmal. Aufstehen. 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 Hingehen. Hingehen. Nein, du springst nicht über deinen Kumpanen. Rein da. Razonk. Wunderbar. Und zu guter Letzt. Auf ihn. Badautz. Schön. Ja. Ja, haben wir mal etwas den Ball gesichert oder versucht. Er ist leider im Vorteil. Er hat leider einen unserer Spieler verletzt. Unseren schönen, netten Blitzer. Und er rennt. Das Schöne ist, die zwei hier stehen nicht im... Oh, der Ogre steht auf. Man will es nicht glauben. Da ist er wieder im Spiel. Na, willst du aufstehen? Erk. Willst du das? Aha. Aha, das war nicht gut. Smack! Der steht auf und der wird den Ball versuchen aufzunehmen. Und ich hoffe so sehr, dass er ihm der Ball wegglitscht. Wie weit willst du ihn noch unterstützen? Es bringt nichts. Und. Na. Da ist der Ball. Verschwunden. Oh, wie weit kommst du? Nicht weit genug. Du könntest. Aha. Aha. So, dann. Komm, du kommst eh nicht weit. Du kommst dahin. Kommst dahin. Und komm, du schaffst das. Jawohl. Probier ich's? Nee,
So doof bin ich dann auch nicht. Aufstehen und rennen. Außerdem bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Nein, dass Karthago zerstören muss. Bonk. Folgen. Das wird schlecht. Das gibt einen negativen für uns, aber es ist es mir wert und wir haben ihn. Wunderbar. Dann pushen wir ihn auf den Ball. Hi, Deka, ich brauche deine Hilfe irgendwann mal bei den Zwergen. Meine Güte. Ich meine, es läuft so halb, aber... Ja. Der Ogre hat die ersten Halbzeit am Boden verbracht, wo ich schon mal absolut happy bin. Seine Chosen lagen die ganze Zeit am Boden. Also die Warrior. Ich bin gar nicht so unglücklich über diese erste Halbzeit. Ja, nee. Sagst du. Wo ich immer meine Probleme habe, ist mit sowas hier. Movement 6 und höher. Au. Mano. Das wird jetzt wehtun. Dachte ich es mir. Der hat jetzt Kopfschmerzen. Au. Da kommt die Rache. Yep. Oh nein. Och komm. Aber inzwischen pusht er mich nur noch weg, weil er keinen Bock mehr hat, dass ich an ihm stehe, wenn ich dran bin. Finde ich sehr lustig. Mhm. Oh nö. Was macht er jetzt? Das Gute ist, das schafft er, wenn er in dem Zug nicht vorkommt, nicht mehr. 2, 1, Ding. Na? Und da kommt er. Versucht er, ihn aufzunehmen? Nein. Er versucht, mich nur wegzublocken. Dann ist das in Ordnung. Dann muss ich mich nicht mehr so sehr um den Ball kümmern. Ja, der geht zu Boden. Mhm. Dann muss ich mich jetzt nicht mehr um den Ball kümmern, weil das schafft er nicht von der Line of Scrimmage in die Touchdown-Zone. Das wäre ein kleines bisschen übertrieben. Jetzt kann ich mich noch ein bisschen um Tod und Verderben kümmern und schauen, wen ich versuche rauszunehmen. Vielleicht auch noch mit 1 bis 2 Fouls hinterher. Toru, was hast du geschafft? Du musst auf jeden Fall mal aufstehen. Oh, cool. Gratulation. Aufstehen. Du gehst noch mit. Ich hab Bock auf den Chosen. Ich hab ja so Bock auf den. Ponk. Schön. Da liegt er. Egal. Dann habe ich Lust auf Schmackofatz hier. Oh. Komm schon. Jawohl, da liegt er wieder. Und der Ogre liegt. Du darfst hier nochmal drauf. Zack. Ja, komm. Geh mit. Ponk. Schön. Wenn ich jetzt hier drauf springe, ist es eine 7 plus. Auf dem eine 8 plus. Komm, Babel.
Muss ich noch schauen. Wir wollten heute ja eh noch quatschen. Was? Schiri, ich bitte dich. Da ist doch nichts passiert. Mano. Wir quatschen nachher nochmal. Da sage ich dir dann, als was ich die brauche. Ich glaube, als PNGs. Kann ich nebenbei mal schauen. Wenn ich es finde. Oh, da steht er wieder, der Ogre. Warum auch immer, aber er steht. Emotes, da haben wir es doch. 5 Slots. Also ich habe 5 normale. Ich hätte auch noch 6 für animierte, aber... kleiner als 1 MB ist wichtig. Den Rest schicke ich dir gleich. Das war die erste Halbzeit. Alles gut. Habt ihr die Sachen geschickt? Uns fehlen 2 Leute. Und danke nochmal tausendfach dir. So, jetzt muss ich nur alles wieder... meine ganze Ordnung. So, jetzt hat. Okay, also, ich bin in der Offensive. Monsieur Felix, wo ist mein Zweiter? Da ist mein Zweiter. Zack, zack. Was? Warum? Nein, alles gut. Brauchst du dich doch nicht entschuldigen für. Ist doch alles super. Hey, ich bin schon total happy, dass du überhaupt dich da angeboten hast. Also, mach dir da mal keinen Kopf. Ich will keinen Runner vorstellen. Ach man. Ja, komm. So rum. Und dann... Wobei, warum sollte ich die vorstellen? Bin ich eigentlich doof? Du gehst rein. Aha, passt. Ja, gerne. Ich werde nachher eh noch eine Runde Isaac spielen, von daher. Ich weiß nicht, ob du es gestern gesehen hast, aber Rodwood ist der absolute Hammer. Ich freue mich so auf den Release von dem Spiel. Macht im Koop auch so viel Spaß. Da stehen sie. So, und jetzt muss ich ihm viel Schaden machen. Nee. Ach so, das, ja. Du darfst kicken, und zwar versuch's mal hier. Brilliant Coaching. Der ging an mich, oder? Jawohl. Wir haben einen extra Reroll. Oh. 3 gegen 1. Sehr, sehr schön.
Hui. Na, mein armer Magic Mike. Rums. Oh. Und der Schubsetanz geht weiter. Oh. Und da ist der Reroll schon im ersten Zug weg. Ein Träumchen. Ein absolutes Träumchen. Ja, das macht man bei Isaac immer bewusst Fehler. Ich nehme immer Dr. Fetus mit. Und ich bereue es meistens. Ich nutze immer so viele Devil Deals wie möglich und bereue es meistens. Also. Aha. Ein Blitz. Auf meinen Slayer. Auf den schwächeren von beiden. Als hätte ich es gerochen. So, auf wen gehen wir denn jetzt? Auf wen gehen wir denn jetzt? Die haben 10er Rüstung, 9er Rüstung. Oh, seht ihr, was ich sehe? Oh, mon chéri. Du bist von die Feld ausgeschlossen. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Jump. Und mimip, mium. Rein da. Push. Das riskiere ich nicht, dass du wiederkommst. Tschüss. Wunderbar. So. Und als nächstes gehst du hier hin, du stehst einfach nur auf, du stehst auf, du kommst bis dahin, super, du kommst dahin, haust einmal drauf, schön, folgst hinterher. So. Oh Mann. Und du? Du stehst da ganz gut, glaube ich. Einfach nur, um hier dicht zu machen. Ja. I like. Er hat 3 K.O.-Spieler. Wir holen uns den Vorteil wieder. Und sein... Ein Traum. Er hat 4 Spieler, die nichts machen. So, jetzt muss ich ihm nur den Ball abnehmen. Oh nein. Oh, wie konnte er nur? Au. Bam, 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 bam. Dödeldüpp, düpp, dödeldüpp, düpp, düpp. Da komme ich dran. Das ist doch wunderschön. Na, na, mach was. Tu was für dein Geld. Oh, da wird der Käfig aufgebaut. Hinter dem Oger, der gar nichts macht. Das finde ich gut. Oh nein! Oh no! How could you? So, der würde drankommen, wenn ich vorher ihn hier aus dem Weg räume. Fazit. Aufstehen. Einmal hier reinrumsen. Jawohl. Pam.
an einmal. Oh, das ist mein Runner. Du gehst hier hin. Du gehst dahin. Du gehst da rein. Patauz. Folgen. Schön. Okay, du kommst an den ran. Das heißt, wir brauchen noch hier eine Unterstützung. Jawohl. Druff. Wunderbar. Stehen bleiben. Nächster am Boden. Nimm ich ihn oder nimm ich ihn? Jetzt ist die Frage. Moment. Ne, kommt da nicht hin. Komm schon. Nein, noch eine zweite Chance. Wunderbar. Und da liegt er. Pam. Egal, probieren wir's. Nö. Da mache ich keinen Reroll. Na gut. Einen Versuch war es wert, würde ich sagen. Ja, Mann. Was kommt jetzt von seiner Seite? Ist schön. Da sind die Glöckchen. Die süßen, die klingen. How do I look in HD? A whiter shade of pale. Dem, da-dam, 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 da-dam. Also ich muss sagen, die Dwarf Slayer sind absolut... Nicht gut. Sind absolut ihr Geld wert. Also die hauen hier gerade durch. Auch wenn sie noch keine Verletzung gemacht haben, aber ein paar Knockouts habe ich schon hingekriegt. Oh, da geht er down. Karthago wird fallen. Na gut. Na? Aufstehen, Leute. Frühstück ist fertig. Da ist der Ball. Wo ist das Bällchen? Da ist es ja. Blöd. So. Dann. Und komm schon. Mach mal. So. Wo ist unser Runner? Runner. Oh Gott, das steht ganz falsch. Dann gehst du hier durch. Jawohl. Sehr schön, das wollte ich so. Das ist ein Träumchen. Wir machen hier den Weg frei. Und... Bonk. Dann darfst du hier hin. Du aufschließen. Du da aufschließen. Du rein da. Ponk, würde ich mal sagen. Und stehen bleiben. Du hier hin. Du... Schaffst den Dodge. Jawohl. Dodgy Dwarfs. So. Da ist er. Hallo, Lunala. Grüße dich. Hab dich schon gewundert. Hast noch nicht viel verpasst. Naja, kaputt. Knock, knock, knock.
Und bei uns einer, da hat der Schiri es nicht ganz so gut mit uns gemeint, der andere ist fürs nächste Moment mal weg. Ein Geburtstag planen, ui. So, wir haben bei ihm 1, 2, 3, 4, 5 auf dem Boden. Wir haben genau 0, er kann nur blitzen. Das ist ärgerlich für so ein Team. Das wird mich bei Chaos Chosen echt nerven, weil du willst eigentlich so viel wie es geht wegblocken. Ja, der Aufstand des Chaos. Ne. Aufgestanden ist er. Oh, da kommt der Blitz vom Oger. Da wäre mir das Risiko viel zu hoch, dass er einfach gar nichts macht. Weil es ist ein Oger. Nur so am Rande bemerkt. Wenn er meint. Okay. Hier kommt wieder das Trio. Karthago, Platzwart und Alexandria. Okay, wenn ich jetzt... Ich muss einen hier hinstellen. Einen... Hier hin. Und er kommt dann... Nein! Auf den. So. Nö, kein Bäumchen. Du gehst auf den hoch und hoch auf den Ball. Und du folgst. Karton! Schön. Mag das. Komm schon. Geht doch. Zum Oger. Nein. Verdammt. Nochmal. Jawohl. Funktioniert. Ja. Och komm. Blöd. Oh Mann. Da steht er wieder rum wie doof. Ach Gott, geht das Geschubse schon wieder los. Es sieht aus, als würde hier sich in die Mitte etwas verhärten. Kommt mir jetzt nur so vor. Aber das ist halt echt wieder super, dass der wieder nichts macht. Da bin ich so froh, dass ich das eben da nicht drin habe gerade. Nö, einen Baum gibt es hier nicht. Es gibt hier nur einen Mähdrescher. Aber den habe ich nicht und ich weiß nicht, ob ich mir den jemals holen werde. Weil es ist halt eine illegale Waffe. Das heißt, wenn der einmal auf dem Feld war, ist er danach unten. Oh. Oh. Das ist schön. Ist das nicht lecker? Na, komm schon. Das ist ein Würfel bis jetzt. Mach mal zwei draus, komm. Mach weg. Jawohl. Hoch, stehen bleiben. Kabauts. Du gehst auf ihn. Not everything done he wanted to, because it's the other team's girl.
Oh mein Gott, was ist das denn? Ich hätte mich nicht so sehr freuen sollen. Aber es sieht sehr nach einem Unentschieden aus bis jetzt. Naja, ich sehe es mal positiv. Meine Zwergenslayer sind noch nicht aufgestanden. Heißt, die können auch nicht umfallen. Ich gehe nicht davon aus, dass er riskieren wird, nochmal einen Spieler vom Feld zu verlieren. Was macht er wohl? Auch noch. Oh, ey, was geht denn jetzt? Meine Güte. Aufstehen, aufstehen. Nein, stehen bleiben. Ich habe da eine Idee. Die könnte funktionieren. Wunderbar. Ponk, ponk. Viel Spaß im Lurk. Okay, weiter geht's mit. Hol dir den Ball. Jawohl. Boah, sie spielen sich relativ von selbst. Hast du schon un nicht ganz Unrecht gehabt dabei. Da liegt einer. Du gehst dahin. Du versuchst ihm auf den Nischel zu hauen. Jawohl. Bleibst aber stehen. Und jetzt werden wir noch mal ganz mutig und hauen auf den Oger. Das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Na? Kollege Schnürschuh? Wo schubse ich den hin? Den schubse ich runter. Den da runter. Dahin bitte. Und hinterher. Dankeschön. Einmal das halbe Spielfeld umdekoriert. Du gehst hierhin, würde ich sagen. Wunderbar. Wir haben seine Spieler fast alle in einer Linie aufgereiht. Uff. Ist das schön. Nur dieser eine hier ist falsch, aber sonst haben wir hier eine gerade Linie durchgezogen. Die Chaos Conga Line. Wunderbar. Ja, das ist mir ganz relativ, was du da gerade fabrizierst. Und schon wieder, er würfelt dreimal halt both down und push. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das fies. Ist das gemein, ist das eklig. Oh, da kommt der Blitz. Oh, da liegt er. Nice. Schön. Aha, da haben wir einen freien Spieler von ihm. Der könnte jetzt noch ein Feld laufen. Da ist der Runner. Song. Und. Wir laufen vor. Geben den Ball ab auf die 4 plus. Das schaffen wir locker. Sage ich doch.
Und du gehst hierhin. Ja, wir stallen das jetzt zum Schluss nochmal. Einfach weil Prinzip. Du gehst hierhin. Du nimmst den One-Die und legst dich auf den Arsch. Alter Vater. Sein letzter Zug. Und wir werden unseren ersten Sieg davontragen. Monsieur Felix wird uns den Sieg bringen, wie geplant. Ärgerlich. Na kommt. Na kommt. Ja, jetzt kommt was. Und er kommt halt ums Verrecken. Oh, mit dem würde er an ihn drankommen. Aber minus, also auf die 6, auf die... Ich würde so feiern, wenn er es versucht. Ich würde es ihm gönnen, wenn er es schafft, bin ich ganz ehrlich. Es wäre auf die 6, auf die 4 oder 5. Nee, er macht es nicht. Es wäre aber seine einzige Möglichkeit, hier nicht zu verlieren. Da kommt der Pau. Und er hat noch einen Blitz frei. Wen blitzt er? Versucht er mit ihm hier meinen Trollslayer oder mit ihm hier meinen Trollslayer zu blitzen? Sinnvollste wäre, mit ihm hier runter zu gehen und den zu blitzen, weil der hat Mighty Blow, der ist nerviger. Auch für die Zukunft, so rein aus Prinzip. Das wäre, was ich machen würde. Einfach, um noch zu versuchen, ihm den aus dem Spiel zu nehmen. Er könnte auch mit dem noch nebenbei aufstehen. Ah, er macht's so. Und da geht der Trollslayer zu Boden. Mit einem Mighty Blow. Vom Ogre. Und der ist für dieses Spiel, für die letzte Runde weg. Damit bin ich vollkommen in Ordnung. Wenn du jetzt noch aufstehst, kannst du ja auch nochmal blocken. Oder das. Natürlich. Du hättest einfach nur aufstehen müssen. Egal. So, und wir werden auf Nummer sicher gehen und einfach nur... Oh, da kommt noch ein Foul. So. Zwergisch für Anfänger. Das dritte Match. Der erste Sieg gegen Disastro. Das Chaos Chosen Team. Sehr schön. Wunderbar. Ich bin happy. Da stehen sie auf, die drei Betrunkenen. Nein, K.O. Wunderbar. Der Sieg auf unserer Seite. Wir haben richtig gut Geld gemacht. Wir haben... Oh. Unseren Fanfaktor erhöht, was auch sehr nice ist. Unser Blutpass erhöht. Starspielerpunkte gehen an. Der Platzwart ist Spieler des Matches geworden. Und Monsieur Felix hat seine erste Touchdown. Danke dir, Dicker. Bei ihm, Starspieler waren Lineman. Vielleicht einer von denen, die auf der Bank gewesen sind. Und sein Chosen und sein Ogre haben jeweils eine Verletzung mitgegeben. Unser erster Sieg als Zwergen. Das lief ja gar nicht so verkehrt. Wir haben glorreich unseren Touchdown gesetzt. Die Verletzungen hätten etwas mannigfaltiger ausfallen können, aber naja, ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.